дорогие соотечественники. Liebe Landsleute, heute ist der 17. September, der Tag der nationalen Einheit, unserer Einheit, der Einheit des belarussischen Volkes, dessen Symbol das Jahr 1939 geworden ist, das Jahr der Wiedervereinigung belarussischer Staatsgebiete in den Grenzen eines einheitlichen Staates. Die Zeit selbst, die Zeit des globalen Wandels, hat dieses Datum in unseren Kalender staatlicher Feiertage zurückgebracht. Je mehr wir sehen, wie moderne Staaten zerfallen, wie Völker ihre Heimat, ihre Traditionen verlieren, umso aufmerksamer betrachten wir die Geschichte unseres Heimatlandes. Das Land, das unsere Vorfahren vor Tausenden von Jahren mit einem rauen Klima begrüßte, das sie lehrte, zusammenzuhalten, um zu überleben und zu den Herren in ihrem eigenen Zuhause zu werden. Und wir verstehen, dass es im Wesentlichen keine neuen Herausforderungen gibt, keine unerwarteten Wendungen in der Geschichte. Es gibt vergessene alte Lehren und Bedrohungen. Und es gibt den Schutz. Jahrhundertealte Erfahrungen, die uns gelehrt haben, zusammenzuhalten, in glücklichen wie auch in schwierigen Zeiten. Über viele Jahrhunderte hinweg waren die Weißrussen eine Einheit. Als sie das Christentum annahmen, als sie den Angriff des Deutschen Ordens abwehrten, als sie gegen die französische Armee von Napoleon kämpften, als sie ihren Glauben, ihre Sprache und ihre Kultur verteidigten, als sie in einem gemeinsamen Aufbruch mit den brüderlichen sowjetischen Völkern die Grundlage ihres eigenen Nationalstaates schufen, als sie gegen die faschistische Aggression aufgestanden sind und das sowjetische Land aus der Asche des großen Vaterländischen Krieges wieder aufgebaut haben und als sie auf den Trümmern der Sowjetunion ein unabhängiges Weißrussland schufen. На протяжении многих столетий белорусы были единым целым. Когда принимали христианство, когда держали удар германского Тевтонского ордена, когда сражались с французской армией Наполеона, когда обороняли свою веру, язык и культуру, когда в едином порыве с братскими советскими народами создавали основу своей национальной государственности, вставали на борьбу с фашистской агрессией и возрождали советскую страну из пепла Великой Отечественной войны. И когда на обломках Советского Союза начали строить суверенную Беларусь. Нам, белорусам, Uns Weißrussen muss niemand erzählen, wie wichtig es ist, in Frieden und Eintracht zu leben und eine vereinte Nation zu sein. Das Leben hat uns gelehrt. Und viele unserer Landsleute, die unter polnischer Besatzung geboren wurden, können viel darüber erzählen. Diejenigen, die die Gefahr kennen, ihre Heimat zu verlieren und von ihrer Familie getrennt zu werden. Sie wissen, was es bedeutet, auf heimischem Boden zu leben, aber für viele Jahrzehnte von privilegierten Mitbürgern als Ausgestoßene betrachtet zu werden. Sie verstehen, warum die Republik am 17. September den Tag der Befreiung der Arbeiter Westweißrusslands von den polnischen Herren, von der Besatzung und der Unterdrückung gefeiert hat. Wie auch immer der Name sich änderte, er spiegelte objektiv die Bedeutung dieses Feiertags wider. От оккупации, от гнета, как бы ни менялось название, оно объективно отражало суть этого праздника. Еще недавно Noch vor kurzem haben wir kaum an diese dramatische Zeit erinnert, die Periode der Teilung unseres Weißrusslands in zwei Hälften. Alles wurde durch die globale Tragödie des großen Vaterländischen Krieges, des Zweiten Weltkrieges, in den Schatten gestellt. Dieses schreckliche menschliche Gemetzel überdeckte alles. Отечественной войны, Второй мировой войны, эта страшная человеческая бойня перекрыла все. Это время не при Diese Zeit wurde in der Vergangenheit nicht erwähnt im Namen der sowjetisch-polnischen Freundschaft, wo man damals dachte, dass sie ewig sein würde. Wir, die Weißrussen, haben den Nachbarn keine Vorwürfe gemacht, aber wir haben uns immer daran erinnert, wie den Weißrussen ihre Schulen genommen wurden, unseren Glauben, das Land, die natürlichen Ressourcen, wie unsere Vorfahren ohne medizinische Hilfe gestorben sind, wie all diejenigen gedemütigt, moralisch und physisch zerstört wurden, die ihrer eigenen Kultur, ihrem Glauben, ihrer Sprache und ihren Traditionen treu waren. Kann man vergessen, wie Kanonen auf weißrussische Dörfer geschossen haben, wie sie weißrussische Kinder in fremden Schulen verprügelt haben,
wie sie grausam die Weißrussen, Russen und Ukrainer im polnischen Konzentrationslager Berioza-Kartuzka schikaniert haben. Das sind alles Fakten. Aber zugunsten der Freundschaft mit dem polnischen Volk sind wir über diesen Schmerz hinweggegangen. Aber jenseits des Flusses Bug wurde dies als Schwäche wahrgenommen. Aber unsere Lektion haben wir gelernt. Die Zeit hat gezeigt, dass unsere edle Absicht, in Frieden mit den Nachbarn zu leben, nicht geschätzt wurde. Ich spreche nicht vom polnischen Volk. Ich spreche von den Eliten, den Politikern, die all die Jahre auf Rache gesinnt waren. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen und ein paar Worte an unsere Nachbarn, genauer gesagt an die Völker der Nachbarländer richten. An die Polen, Litauer und Letten. Wisset, wir schmieden keine Pläne zur Einmischung in euer Leben. Wir wünschen euch nur Gutes, Glück und Frieden. Знайте, мы не рисуем планы вмешательства в вашу жизнь. Мы желаем вам только добра, счастья и мира. Но этот мир... Aber der Frieden heute ist so zerbrechlich, dass jede unvorsichtige Bewegung zu schwerwiegenden und unumkehrbaren Folgen führen kann. Wir möchten nicht, dass unsere Länder erneut zum Schauplatz von Kriegen werden und Millionen unserer Bürger, wie es in der Geschichte immer wieder der Fall war, vernichtet werden. Die Weißrussen brauchen nichts Fremdes. Dabei denken Sie daran, ich wende mich an die Völker der Nachbarländer, im Falle einer Aggression gegen Weißrussland werden wir keine roten, gelben, schwarzen oder blauen Linien ziehen. Es gibt diese eine Linie, die Staatsgrenze. Und Sie wissen, dass wir in der Lage sind zu antworten. Also lassen Sie uns friedlich und nachbarschaftlich zusammenleben, so wie es in den besten Zeiten unserer Geschichte der Fall war. Что у нас есть, чем ответить. Поэтому давайте жить дружно, по-соседски, как это было в лучшие времена нашей истории. Но сегодня над нами, как и накануне... Aber heute schweben, wie auch schon am Vorabend des großen Vaterländischen Krieges, Geier über uns. Sie kreisen um weißrussische, russische und ukrainische Länder. Sie sind bereit, selbst mit dem Teufel einen Pakt zu schließen, nur um mehr Platz auf der politischen Weltkarte einzunehmen. Vom Meer bis zum Meer. Und sie würden liebend gerne für immer die Fakten politischer Schande und des moralischen Verfalls ihrer Vorgänger aus der Weltgeschichte tilgen. Sie selbst würden gerne vergessen, wie unser offizieller Nachbar, Polen, einer der ersten war, der das nationalsozialistische Reich anerkannte. Das ist ein Fakt. Ein Nicht-Angriffspakt und ein geheimes Abkommen zur Aufteilung der Tschechoslowakei mit ihm unterzeichnete. Und wie es dann nach der Eroberung fremden Territoriums selbst nach kurzer Zeit von seinem eigenen ehemaligen Verbündeten zerquetscht wurde. Diese Seite der Geschichte dürfen unsere Nachbarn keinesfalls vergessen. Эту страницу в истории ни в коем случае нельзя забывать нашим соседям. Осталось бы... Würde unsere Nachbarin überhaupt auf der Weltkarte existieren, wenn es nicht die sowjetischen Soldaten gegeben hätte? Und wenn ja, in welchen Grenzen? Die Frage stellt die Staatsmacht unserer Nachbarn heute nicht. Und sie fahren fort, die Spuren der Erinnerung an ihre Befreier zu vernichten. Aber warum? Sie sind nicht mehr da. Sie sind gestorben. Nun gut, vielleicht schätzen sie sie nicht für die Befreiung ihrer Länder. Aber warum die alten Wunden aufreißen? Lassen sie es doch, wie es ist. Nein. Sie müssen alles mit dem Schwert und der Schaufel umgraben, sprengen und zerstören. Das Beste aus der Geschichte der Nachbarländer aus dem Gedächtnis löschen. Aber wir ziehen wieder unsere Schlüsse. Deshalb feiern wir heute, am 17. September, am Tag des Beginns des schicksalhaften Befreiungsfeldzuges der Roten Armee, einen der wichtigsten nationalen Feiertage. Den Tag der nationalen Einheit. Diese Einheit, die in einem heroischen Kampf um unsere nationale Würde geschmiedet wurde. Делаем выводы. Поэтому сегодня, 17 сентября, в день начала судьбоносного, освободительного похода Красной Армии, мы отмечаем один из самых главных государственных праздников – День народного единства. Единство, закаленного в самоотверженной борьбе за свое национальное достоинство. Мы гордимся.
Wir sind stolz auf den unbeugsamen Willen derer, die sich dem unmenschlichen Regime nicht beugten. Diejenigen, die in den Untergrund gingen, einen Partisanenkrieg für die Freiheit führten und sich der Politik gewaltsamer Assimilation widersetzten. Ohne diesen weitreichenden nationalen Widerstand hätte es keine Wiedervereinigung des belarussischen Volkes im Jahr 1939 zu einem gemeinsamen Staat gegeben. Und es gäbe auch kein modernes, souveränes Belarus, wenn nicht die Bedingungen für die Entwicklung unserer Nation in der Gemeinschaft der sowjetischen Völker geschaffen worden wären. Wir wissen das, wir erinnern uns daran. Мы это знаем. Мы это помним. Как тогда, так и сегодня. Sowohl damals als auch heute ist Einheit für uns die wichtigste Bedingung für den Erhalt und das Leben unseres Staates. Das bedeutet für unser Überleben als Nation. Der 17. September ist einer von drei historischen Feiertagen zusammen mit dem 9. Mai, dem Tag des Sieges, und dem 3. Juli, dem Unabhängigkeitstag, die es uns ermöglichen, in die Vergangenheit zu blicken, um unsere Gegenwart fest im Griff zu behalten und die Zukunft zu verteidigen. Diese Daten vereinen uns, die heutigen Weißrussen, in dem Bestreben, unser historisches Gedächtnis im Namen des Friedens auf unserem Land zu bewahren. Ich betone es nochmal, wir sind keine Aggressoren. Unsere Nation kann von Grund auf kein Aggressor sein. Wir bedrohen niemanden und werden niemals jemanden bedrohen. Das ist nicht unsere Politik. Und objektiv gesehen können wir auch für niemanden eine Bedrohung darstellen. Aber wir sind verpflichtet, uns selbst zu verteidigen, egal ob wir stark oder schwach sind. Dies ist unsere historische Rolle, die Rolle unserer Generationen, die heute in Belarus leben. И никогда не будем угрожать. Это не наша политика. Да и объективно мы никому не можем угрожать. Но себя защищать. Будь мы сильными, слабыми, мы обязаны. Это наша историческая роль. Наших поколений, живущих сегодня в Беларуси. Поэтому... Daher, egal welche innenpolitischen Ereignisse in unseren Nachbarländern stattfinden, müssen die Völker, ich wiederhole es noch einmal, die Polen, die Litauer, die Letten, die Ukrainer verstehen. Wir sind die friedlichste Nation auf Erden. Weder mit Atomwaffen, noch mit irgendwelchen Einheiten, Wagner und so weiter, fuchteln wir herum oder bedrohen irgendjemanden. Aber sie erinnern sich an die Geschichte. Wir haben damals auch niemanden bedroht. Aber faktisch wurden wir von der Landkarte getilgt. Im letzten Krieg haben wir jeden dritten Menschen verloren. Und damals spielten die Nachlässigkeit und Selbstgefälligkeit keine geringe Rolle dabei, dass wir beinahe Weißrussland verloren hätten. Deshalb erinnern wir uns daran. В последней войне мы потеряли каждого третьего. И тогда беспечность и самоуспокоенность сыграли не последнюю роль в том, что мы чуть не потеряли Беларусь. Поэтому мы это помним. Wir haben die Geschichte gelernt und lernen sie weiterhin. Und wir werden immer bereit sein, unsere Heimat und unser Land zu verteidigen. И нашу землю. Обращаюсь сегодня к белорусам. Обращаюсь сегодня к белорусам. Ich wende mich heute an die Weißrussen. Als Präsident und Oberbefehlshaber möchte ich euch versichern: Wir wollen keinen Krieg und wir werden keinen Krieg führen. In den heutigen Bedingungen wird es keinen Krieg auf dem Gebiet Weißrusslands geben. Denn das ist unmöglich. Und wenn, Gott bewahre, etwas passiert, werden wir alle zur Brester Festung. Wir werden bis zum letzten Soldaten und jeden Weißrussen unser Land verteidigen, das unseren Kindern gehört. Землю, которая принадлежит нашим детям. Мы это будем делать, как я сказал. Wir werden dies, wie ich schon sagte, im Namen des Friedens auf unserem Heimatland tun, im Namen von Belarus, dass wir auf dem Fundament der Siege, Errungenschaften, Erfahrungen und Erinnerungen unserer heroischen Vorfahren aufbauen. Liebe Weißrussen, lebt in Ruhe, macht euch keine Sorgen, zieht eure Kinder groß. Seid immer glücklich, schützt eure Heimat und eure Lieben. Alles Gute zum Feiertag, Weißrussen.
Herzlichen Glückwunsch zum Tag der nationalen Einheit.